Ja, guten Abend zusammen. Glückwunsch an Remy und sein Team. Wir sind die ersten 10 Minuten schlecht rausgekommen. Danach wurde es ein bisschen besser und ging dann noch, glaube ich, verdient 1-0 nach dem ersten Drittel in die Kabine. Und im zweiten Drittel, jedes Mal, wenn wir am Drittel waren, haben wir eine dumme Strafzeit genommen. Und das Powerplay heute von Remy und seiner Mannschaft war gut. Und deswegen haben wir zwei Gegentore im zweiten Drittel beide im Powerplay oder beziehungsweise in Unterzahl bekommen. Und im letzten Drittel, glaube ich, haben wir ein bisschen umgestellt. Dann haben wir nur noch mit 3 Reihen gespielt und dann haben wir auch ein bisschen mehr Druck gemacht. Das Spiel haben wir definitiv nicht in der Overtime verloren, sondern im zweiten Drittel durch die Strafzeiten und jedes Mal das Momentum dann gekippt ist. Aber am Ende, Overtime ist manchmal ein bisschen Glück. Am Freitag hatten wir so eine Bogenlampe, heute mal durchgefallen, beziehungsweise ist dann André Hübscher, was glaube ich, reingezogen wird und hat den Scheibe erst verloren und dann hat sie wieder gekriegt. Und ja, deswegen, also Glückwunsch an Duisburg und zum zweiten. Danny Albrecht, Danny, wie hast du selber das Spiel heute gesehen? Ja, guten Abend zusammen. Ja, wie der Danny schon analysiert hat, dass wir die ersten 10 Minuten sehr gut rausgekommen sind und eigentlich verpasst haben, das Ergebnis ein bisschen höher zu schauen für uns, was uns dann auch vielleicht mehr Sicherheit gegeben hat. Und dann haben wir zu sehr offensiv gedacht und das ist nicht immer so einfach bei uns, aber wir haben dann trotzdem gut weitergespielt. Im zweiten Drittel wussten, dass dann Herne noch stärker wird, weil die haben sehr viel Offensivkraft und das haben wir dann auch gesehen, besonders im letzten Drittel, wo sie sehr viel Druck gemacht haben und unbedingt auch den Ausgleich haben wollten. Gut, dass heute unser Powerplay funktioniert hat, ist umso erfreulicher. Aber wie gesagt, wir müssen immer hart arbeiten für jedes Spiel. Vor allen Dingen müssen wir einfach spielen und das ist uns jetzt in den letzten Spielen Glück und heute auch wieder. Und ja, ich kann nur Hut ab vor der Mannschaft ziehen. Wir ziehen jetzt gerade sehr gut durch, alle Mann ziehen sehr gut mit, wir spielen mit 4 Reihen durch. Jeder kriegt genug Eiszeit und jeder bringt sich rein. Ja, und dann kommen auch so Spiele zustande und auch so Serien. Und wir hoffen, dass es natürlich weitergeht. Und wir wissen, dass wir nächstes Wochenende mit Halle und Rostock natürlich zwei sehr direkte Tabellennachbarn haben. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch so weiterspielen und erfolgreich weiterspielen. Und ja, wie gesagt, Hut ab vor der Mannschaft. Super Leistung am Wochenende. Danke. Sechs Siege in Folge, 7 von 8 Spielen gewonnen in den letzten 8 Spielen. Das ist natürlich eine tolle Leistung. 2. Derby-Sieg hintereinander. Das beflügelt auch eine Mannschaft ein klein wenig. Naja, auf jeden Fall. Man geht mehr mit Selbstvertrauen raus und wir haben eine junge Mannschaft. Die Jungen heute zum Beispiel, unsere sogenannte dritte Reihe hat sehr gut gespielt, hat sehr viel Druck auch ausgeübt und ist auch sehr gut in der Defensivzone gestanden. Und wie gesagt, die Jungs gehen mit Selbstvertrauen raus und wir gehen von Spiel zu Spiel. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und so spielen sie auch momentan. Und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Wir werden hart daran arbeiten, dass die Serie hoffentlich noch lange Bestand hat. Danke. Die Spieler haben gerade draußen auf dem Eis noch ihre Derby-Trikots übergeben. Gab es noch irgendwas von dir, eine Jacke oder vielleicht auch ein Hemd, was Glück bringt? Nee, die Jacke war ich. Die Jacke behältst du, oder? Philipp Kunekat, spielst beim HIV heute. Derby in Duisburg, habt ihr knapp verloren. Kurz deine Stimme zum Spiel. Ja, das Spiel war sehr eng. Ich glaube, beide Mannschaften haben es gut gemacht, Chancen genutzt, im Powerplay beide Mannschaften getroffen. Und ja, ich glaube, das war bis zum Ende knapp. Und dann leider für uns unglücklich in der Overtime verloren. Die beiden Torhüter haben auch mal gut, mal nicht so gut gehalten. Ja, aber man musste dann trotzdem reinmachen, die Dinger, wenn dann sich die Lücke auftut, ne? Beide Torhüter haben ein gutes Spiel gemacht bei uns. Der Björn hat ein paar starke Saves gehabt, wo die Duisburger auch gut hätten treffen können und hat uns somit immer im Spiel gehalten und ich glaube, ja, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Du spielst aber eigentlich in Krefeld. Ich glaube, in der Statistik steht, dass du inzwischen 25 Spiele oder was für die Pinguine in der DEL gespielt hast. Ein paar jetzt hier, letzte Saison war es noch umgekehrt. Wie ist das für dich, so dieser Wechsel DEL und Oberliga? Ja, vom Spiel her ist das natürlich ein großer Unterschied, von der Schnelligkeit und von der Härte her. Aber ich spiele auch hier beim HIV sehr gerne. Habe hier eine bisschen andere Rolle als in Krefeld und ja, das macht immer wieder Spaß, hier hinzukommen. Wie ist das jetzt hier in Krefeld? Ich habe auf dem Bogen gesehen, es sind sehr viele Ex-Krefelder dabei, also aus der DNL-Zeit noch.
Ja, das macht natürlich Spaß, wenn man mit Mitspielern, die man schon lange kennt, wieder zusammenspielt. Und auch heute auf Duisburger Seite waren viele Mitspieler aus meiner DNL-Zeit. Und das ist natürlich immer wieder schön, die wiederzusehen. Wie gestaltet sich das überhaupt dann so, dass du in Krefeld und eben hier in Herne, ich meine, ist ja nicht ganz um die Ecke, wie gestaltet sich das mit dem Training und diesen Zeiten? Ja, zum Teil trainieren wir in der Woche nur in Krefeld und dann zum Wochenende hin, wenn die Spiele kommen und ja, im Training eher auf taktische Sachen gegangen wird, trainieren wir dann in Herne mit und haben dann eine Fahrgemeinschaft mit mehreren aus Krefeld. Und wie weit im Voraus erfahrt ihr, wo ihr nun spielen müsst oder dürft? Ja, das wird eigentlich von Woche zu Woche geklärt in Krefeld und der Matthias Roos und der Danny Albrecht, die besprechen das dann immer, wer wo gebraucht wird und ja, dann wird uns das weitergegeben. Das heißt also so im Prinzip einen wochenmäßigen Einsatzplan? Genau, also wenn in Krefeld der Kader ja, geplant wird, dann wissen die Trainer ja, wer in Herne spielen könnte und dann wird das so besprochen. Wie bist du mit deiner Situation insgesamt zufrieden, mit deiner Entwicklung? Ja, die Saison lief eigentlich ganz gut für mich. Mein Ziel ist natürlich in Krefeld zu spielen und das habe ich jetzt den Großteil der Saison auch schon gemacht. Und ja, so Spiele wie hier in Herne, die gehören dann für mich dazu, macht auch immer wieder Spaß und ja, so. Und weitere Aussichten für die Saison, sowohl hier als auch in Krefeld? Ja, ich glaube, in beiden Vereinen wollen wir die Playoffs erreichen. Ja, und dann sehe ich halt, wo ich gebraucht werde und dort spiele ich dann. Gut, dann wünschen wir weiter eine verletzungsfreie Saison und man sieht sich sicher. Danke. Danke.